Hey Leute und willkommen zurück bei Dishonored. Wir können neue Fähigkeiten freischalten, habe ich gerade gesehen. Und die Gelegenheit nutze ich mal, um euch auch zu zeigen, welche verschiedenen Kräfte es noch gibt. Wir kennen ja Nachtsicht, das haben wir erworben, Teleportieren haben wir auch erworben. Und jetzt geht's los. Beherrschung. Erlaubt die kurzzeitige Übernahme von Tieren. Zeit verlangsamen. Verlangsamt die Zeit für einen kurzen Moment. Nützlich ja zum Zielen vielleicht, ne? Tödlicher Schwarm beschwört einen Rattenschwarm, der andere angreift und nach kurzer Zeit verschwindet. Der Schwarm verzehrt auch Leichen. Das ist natürlich abgefahren, besonders wenn jetzt irgendwelche Gruppen auftauchen. Also das finde ich sehr, sehr cool, dieser tödliche Schwarm. Windstoß, mächtiger Wind, der Gegner zurückdrängt. So, Vitalität haben wir. Blutdurst baut Adrenalin auf und ermöglicht dann tödliche Nahkampfschläge. Auch nicht schlecht. Beweglichkeit, Sprunghöhe erhöht sich und Fallschaden wird reduziert. Auch sehr geil. Beweglichkeit, ich liebe es, eine gute und schnelle Beweglichkeit zu haben. Also den behalten wir hier im Auge. Schattenangriff, überraschte Gegner, die dich nicht sehen werden beim Sterben zu Asche. Auch nützlich, wenn Leichen verschwinden, dann muss man die nicht verstecken und die NPCs werden nicht darauf aufmerksam. Also eine Menge guter Dinge hier. Was haben wir hier dazu bekommen? Wir haben etwas gefunden. Geistvoll. Tränke geben dir etwas mehr Mana zurück. Ansonsten haben wir hier alles eingestellt. Okay, also. Und, oder wir können natürlich auch die Sachen verbessern hier. Schnelle Vorwärts... Stufe 2. Schnelle Vorwärtsbewegung über längere Distanz. Also, Fähigkeiten ausbauen oder verbessern. Vitalität. Gesundheitsregeneration verbessert sich. Alles sehr gut. Aber ich würde sagen, wir... nehmen mal eine dritte Fähigkeit dazu. Die Frage ist, was? Die Qual der Wahl, wie man so schön sagt. Die Qual der Wahl. Beweglichkeit. Okay. Freigeschaltet. Und wir haben noch eine Rune. Können wir die noch irgendwo einsetzen? Kostet irgendwas eine Rune? Und wenn ja, nehmen wir das. Kosten drei Runen. Okay, also dann haben wir jetzt eine neue Fähigkeit, Beweglichkeit. Wir sind ab jetzt schneller unterwegs. Und jetzt geht's zu Martin, den sollen wir ansprechen. Vorher mal kurz den hier ausgerüstet und los geht's. Schön, dass du am Start bist. Angeblich fällt einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz der schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, nicht wahr? Es ist gar nicht so schlecht hier drin. Ich vermisse nur ihre Frau. Ha! Sie lassen sich nicht so leicht Angst machen, Respekt. Das wird schon noch. Und ich hätte fast gedacht, dass er hier... Corvo, ich bin es. Aufseher Martin. Ich weiß. Wir haben dich schon gesehen. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Im großen Nichts? Wie willst denn du da hinkommen? Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Es wäre nett, wenn Sie mich freilassen oder mir wenigstens etwas Feuerholz bringen könnten. Man weiß die feine Steinmetzarbeit von Dunwalls Pflastersteinen erst dann zu schätzen, wenn man tagelang darüber gehangen hat. Also gut, dann lassen wir ihn mal frei. Ich hoffe, das wird nicht... Nichts würde mich mehr freuen, als mich Ihnen und... Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Corvo. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten, also werde ich mich zum Houndpits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie Schaden nehmen.
Diesen Wunsch teile ich mit dir, lieber Freund Martin. Also, ihn haben wir befreit, den sehen wir im Houndpits Pub wieder. Und er hat gesagt, dass er Samuel Bescheid sagen wird, dass er irgendwo in der Nähe hinter Campbells Haus auf uns warten wird. Das finde ich gut, denn dann müssen wir den ganzen Weg nicht zurücklatschen. Und dein Tag war das heute nicht. Selbst schuld, du spielst fürs falsche Team. So, wir gehen weiter. Teleport. Zu unserem Ziel. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, bettelnd. Was hatte er verbrochen? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die 7 Gebote und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Das werde ich, Bruder. Also, so sieht's aus. Neutralisiere Oberaufseher Campbell, die Hauptaufgabe. Dann finde Campbell und Kurno. Das ist der Ehemann der Frau, die uns hier beim Hounds Pub angesprochen hat, die uns um den Gefallen gebeten hat, ihn zu befreien. Das machen wir natürlich. Und finde Emily. Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt Emily finden werden in dieser Folge, aber wir können das Erpressertagebuch aufspüren und da vielleicht den einen oder anderen Hinweis finden. So, und da hinten ist doch ein Eingang. Hier ist das Besprechungszimmer. Jetzt. Scheiße. Ich glaube, das war knapp. Waren wohl nur Ratten. Die sind überall. Ganz recht. Ist da jemand? Shit! Wachen! Zu mir! Wir... Alright, das war's. Keine Pfeile mehr am Start. Aber auch keine Aufseher. Check this out, brother. Und wenn wir hier schon mal alle eliminiert haben, dann können wir auch mal nachschauen, was sich hier drin befindet. Wer weiß, vielleicht liegt irgendwo eine Rune rum. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaube ich. Und übrigens, das Herz. Unhergebracht verlassen Sie diesen Ort nie mehr. Die Aufseher finden immer die Schuld mit der Saison. Das sollten wir auch nicht vergessen, zwischendurch das Herz auszurüsten. Kunos Besuch, so das ist er doch, Wayland. Hauptmann Kuno und sein Gefolge werden heute Abend kommen. Sorgen Sie dafür, dass Sie den Kontrollposten ohne Zwischenfälle passieren können. Ich möchte, dass Hauptmann Kuno gut gelaunt ist, wenn ich mit ihm im Besprechungszimmer ein Getränk zu mir nehme. Bereiten Sie außerdem die Verteidigung des Kontrollpunkts von innen vor, falls die Verhandlungen nicht gut verlaufen sollten. Nicht, dass ich davon ausgehe, aber ich möchte, dass Ihre Aufseher vorbereitet sind, falls Kurno und seine Männer dem Ruf der Stadtwache gerecht werden sollten. Gezeichnet Oberaufseher Campbell. Sehr gut. Und hier ist einiges los. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Ja, natürlich.
Es gibt viele Wege durch deine Mission. Hauptstraßen, Gassen, Rattentunnel, Dächer und Kanäle. Probiere verschiedene Wege aus, um dein Ziel zu erreichen. Und ich muss mal kurz schauen. Stand denn da nicht, dass er im Besprechungszimmer ist? Finde Campbell und Kono im Besprechungszimmer des Oberaufsehers. Das war doch hier das Besprechungszimmer. Hi, wer ist da? Hier ist aber niemand. Also, hier ist niemand im Besprechungszimmer. Definitiv nicht. Hier ist auch keine Tür mehr. Der Wind, das himmlische Kind. Also, dann müssen wir doch auf die andere Seite. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Das glaubst auch nur du. Okay, also, durch den Kanal. Ich wollte gerade die Taschenlampe anmachen, aber wir haben ja gar keine. So, die beiden Runen, die sollten wir auch mitnehmen in dem Gebäude. Denn ohne Runen keine Verbesserung. Du kannst keine weiteren Gesundheitselixiere tragen. Na gut, dann nicht. Dann geht's jetzt weiter. So, die Kette, da ist Schluss. Zum Zwinger gehen. Nein. Andererseits, komm, wir gucken uns das mal an, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Ich bin zu neugierig. Wer weiß, was da ist? Im Zwinger. Hunde womöglich. Pass gut auf heute Abend, mein Junge. Ich habe von bösen Männern gehört. Er ist ein guter Junge. Guter Junge, Justice. Na, ob das eine gute Idee war, ich weiß nicht. Ganz ruhig. Ich bin's nur. Boreal ist mit allem überschwemmten Bezirk. Ich bin also allein heute Abend. Ich weiß. Seht mich nicht so an. Frage ist, ob die Hunde anfangen zu kläffen, wenn sie uns sehen. Aber es gibt hier auch nichts zu holen. Sonst hätte uns das Herz auch gerade angezeigt. Hier gibt's nur Ratten. Kombination verschlossen. Ach komm Leute, wenn wir schon mal hier sind. Was geht hier? Wo er noch anfängt zu schreien. Machen wir lieber kurz einen Prozess.
noch, ja. Und wir haben noch drei Schuss. Und da liegt was Feines. Was geht da drüben? Also, dann hat sich's doch gelohnt. Zumindest ein paar Zehnermünzen. Okay, Informationen über Hunde ist nicht so wichtig. Und ich denke, es ist in eurem Sinne, dass ich nicht jedes Buch hier vorlese. Das hemmt doch das Gameplay. Und das war's. Einmal kurz durch den Zwinger. Und jetzt kommen wir irgendwo anders raus. Vielleicht war es sogar eine Abkürzung. Denn ich glaube, draußen war der Haupthof. Vielleicht war der Weg gar nicht so schlecht. Wir werden sehen. Dass wir auf jeden Fall ins Gebäude kommen. Und wir haben ja schon gesehen, es gibt meist mehrere Möglichkeiten hier. Aber wir sind anscheinend schon drin. Ich dachte, wir landen jetzt irgendwie auf einem Hof. Das sieht merkwürdig aus. Kurz nochmal den anderen Weg hier abchecken, was das hier ist. Okay, dann schauen wir erstmal hier. Ey, und wir sind in Campbells Geheimzimmer. Sehr gut. Die Isometrie des Oberaufsehers Thaddäus Campbell. Das sieht doch so aus wie das Bild, das Sokolov ganz am Anfang, im ersten Part, gemalt hat hier von dem Oberaufseher. Das nehmen wir mit und erhalten 300. Und eine Rune. Und eine Platte. Und weiter geht's. Elende Pfuscher in Caldridge lassen Corvo einfach so entkommen. Wer weiß, was er jetzt anstellen wird. Hiram, der Lord Regent, wie er jetzt genannt werden will, vertraut auf die Sokolov-Geräte, die sich überall in der Stadt befinden. Ich bin mir nicht so sicher. Wenigstens ist das Mädchen an einem sicheren Ort. Meine zwei Besuche pro Woche erlauben mir, die Einrichtung zu inspizieren, wie man so schön sagt. Immerhin ein Vorteil. Ich kann dir sagen, was jetzt abgeht, Campbell. Wir sind ja auf den Fersen. Meine Mädchen, Campbell. Ich weiß nicht, wie meine Vorgängerin damit umgegangen ist. Aber wenn eins meiner Mädchen versuchte, sie zu erpressen, schicken sie sie zu mir in die Golden Cat zurück, bevor sie ihre eigenen Pläne verfolgen. In den letzten 3 Monaten musste ich 3 Mädchen ersetzen und Sie können sich sicherlich denken, dass das Geschäft der fleischlichen Liebe in diesem von der Seuche heimgesuchten Loch, das die Stadt nennen, nicht gerade blüht, gezeichnet Madame Prudence. Also, es gibt auch einen Puff hier.